Bei Im Reich der Raubkatzen gibt es zwei Hauptfiguren. Wir beobachten das Löwenjunge Mara, sehen, wie sie überlebt und alle Herausforderungen meistert. Und wir verfolgen die Gepardin Sita von dem Tag, an dem sie ihre 5 Jungen geboren hat, und begleiten sie so lange, bis sie selbstständig sind. Bevor wir mit den Filmarbeiten begannen, haben wir uns äußerst intensiv mit dem Thema Familie auseinandergesetzt. Wir wollten, dass einige der tierischen Darsteller nicht als Löwen oder Geparden wahrgenommen werden, sondern vielmehr als Menschen. Ich hatte das große Glück, in Ostafrika aufzuwachsen. Ich bin diesen Tieren schon als ganz kleines Kind begegnet und war sofort vollständig von ihnen fasziniert. Mit diesem Film möchte ich meine Erfahrungen mit den Zuschauern teilen, damit sie in gleicher Weise davon gefesselt werden wie ich. Als ich klein war, sind wir öfter in den Nationalparks von Kenia gefahren, um dort Wildtiere anzusehen. Doch auch außerhalb der Parks gab es jede Menge wilde Tiere wie Gnu- und Zebraherden, Elefanten und andere Gazellenarten. Heutzutage leben die meisten Wildtiere nur noch in den Nationalparks. Und das ist ein großes Dilemma, denn diese Tiere werden sozusagen mehr und mehr auf einer kleinen Insel eingepfercht. Aber es sind große Tiere. Sie brauchen viel Platz. Früher bewohnten sie ganz Afrika. Und jetzt besteht die Herausforderung darin, diese kleinen Nationalparkflecken so miteinander zu verbinden, dass sich Afrika für diese großen Tiere weiterhin groß genug anfühlt. Die größte Wanderung von Wildtieren in Afrika ist die Wanderung von Gnus und Zebras zwischen den Nationalparks in Kenia. Die Tiere müssen ganz bestimmten Korridoren folgen. Leider sind diese Routen und Korridore bedroht, da sie durch bislang bewirtschaftetes Community Land führen. Durch das Bevölkerungswachstum bleibt immer weniger Platz für die Wildtiere und der Wettbewerb um Land wird größer. Werden die traditionellen Wanderrouten der Tiere durch Zäune und Ähnliches blockiert, wird ihr gesamter Lebenszyklus unterbrochen. Und wir sprechen hier von Millionen wandernder Tiere. Also wenn sich das Wanderungsmuster ändert, betrifft das nicht nur die verschiedenen Wandertierarten, sondern auch die Raubtiere. But it also affects the predators. 90% von uns leben doch in der Stadt. Ich halte es daher für ziemlich wichtig, die Menschen an solche wunderbaren wilden Orte zu führen, die es immer noch gibt. Ich glaube, dass alle noch existierenden Nationalparks in Afrika zu den vermutlich wichtigsten Grundstücken gehören, die es auf unserem Planeten derzeit gibt. Und nach dem, was wir heute wissen, wäre es eine riesige Tragödie, wenn diese Tiergemeinschaften verloren gingen. Und ich glaube, das Wichtigste an dieser Art von Filmen, vor allem wenn sie im Kino gezeigt werden, ist, dass sie uns daran erinnern, wie außergewöhnlich die Natur ist, aber auch wie dramatisch und aufregend.